Willkommen zurück zu 4-2. Wir sind beim letzten Mal hier jetzt in das Kernkraftwerk hier eingedrungen. Ja, ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da und... Hey, gut dich zu sehen. Wollen jetzt zusehen. Ich dachte nicht, dass wir es schaffen. Dass wir, ne? Alma Wade irgendwie stellen können, vernichten können. Ich weiß auch nicht. Gucken wir mal. Wird bestimmt super. Halford war sich nicht sicher, was passiert, wenn Alma auftaucht. Hoffentlich ist das nicht so wie im Horrorfilm, wo sie deine Gedanken liest und deine tiefsten Ängste gegen dich verwendet. Das wäre übel. Na, warte ab. Du solltest wissen, dass niemand hätte tun können, was du heute getan hast, Beckett. Wenn wir hier rauskommen, dann nur dank dir. Und kommt jetzt der Kuss? Kommt jetzt die Emotion? Kommt jetzt das Date-Angebot? Oh, nix. Nada. Niente. Halte ich mich halt an Alma. Das wird schon. Was haben wir denn da? Carson, ich möchte Sie kurz auf den neuesten Stand der Sachlage hier bringen. Ich konnte einen der Harbinger-Kandidaten in die TAK lotsen. Er wirkt nun wie ein Signal für Alma. Wenn wir ihn in die Eindämmungsanlage bringen können, kann ich Alma hoffentlich dorthin locken und einsperren. Ich verstehe, dass Sie über den unglücklichen Zwischenfall verärgert sind, doch es besteht noch immer Hoffnung auf eine befriedigende Lösung. Ich habe sicherlich meinen Teil der Verantwortung zu übernehmen für das, was passiert ist. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich immer im besten Interesse von Armakern gehandelt habe. Wenn Sie glauben, dass ich für das Unternehmen nicht länger von Nutzen bin, werde ich zurücktreten. Aber wir sollten die Alternativen diskutieren, wenn ich Alma erst einmal unter Kontrolle habe. Mit besten Grüßen, Genevieve Aristide. Das heißt, es war ein perfider Plan, mich zu missbrauchen. Bring mir's hinter uns. Ich hasse es, gebraucht zu werden, also missbraucht zu werden. Oh, naja, ich hatte keine wirkliche andere Wahl, weil ich keine Ahnung hatte. Da die telestetische Verstärkereinheit auf Still Island ein telestetisches Signal bis zu einem 11,6-mal höheren Wert verstärken kann als die kleineren Einheiten in unseren anderen Anlagen, müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um Betriebsunfälle zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig geladen ist, bevor Sie den Halford Limiter aktivieren. Während der Initialsequenz können selbst minimale Schwankungen der Stromspannung eine spontane Entladung ungerichteter telestetischer Energie aus dem Testobjekt auslösen, was Verletzungen und sogar den Tod aller in der Kammer Anwesenden zur Folge haben kann. Dam dam da, ich werde so sterben. Okay. Wollen wir mal nicht so sein? Wollen wir die Falle mal aktivieren? Öffne die Luftschleuse. Bin dabei! Ich bin drin. Wenn wir drinnen sind, muss ich alles so einstellen, wie es in den Notizen von Snakefist steht. Während ich das mache, kannst du den Verstärker anschalten. Okay. Wenn ich das hinkriege. Noch eine Notiz. Hi Dave, erinnerst du dich an die Musikbox in Harlan Wades altem Büro in der Anlage auf Still Island? Mrs. Aristide möchte sie haben, wenn sie noch existiert. Ich sagte ihr, sie gehörte mal Alma. Aber das schien sie nicht zu stören. Vielleicht hat sie ja die Melodie im Ohr, seit sie das erste Mal gehört hat. Wenn du das nächste Mal dort bist, kannst du sie an Mrs. Aristides Adresse schicken lassen. Danke, Kumpel. Lyle. Ich kann mir vorstellen, dass die Melodie irgendwie einmal noch unter Kontrolle hält. Toll. Noch eine Luftschleuse. Ach, sag doch sowas nicht. Mach's doch mal selber auf hier. Immer muss ich alles machen. Frauen, weißt du? Wollen emanzipiert werden oder so was? Weißt du, Schalter drücken ist immer noch unser Job. Ja, ich verstehe. So viel zur Emanzipierung. Okay. Aktiviere die Konsole. Ach da, okay. Ich glaube, ich schaff's, ich glaube, ich schaff's. Ja. Ich weiß, wie das Ding zu bedienen ist. Okay. Dann wollen wir mal darauf hoffen. Und da soll ich mich jetzt hinsetzen, ja? Okay.
sie stoppen. Und genau das werde ich tun. Aber Beckett schafft es nicht ohne den Verstärker. Sie absorbiert ihn. Und dann schließen wir sie weg. Was zum Teufel soll das? Warum tun sie das? Ohne Alma habe ich keinen Einfluss. Ohne Einfluss habe ich keine Zukunft. Ich glaub's einfach nicht. Die Stadt liegt in Trümmern und sie jammern wegen ihrer Forschung. Hören Sie. Nein, Sie hören zu. Wir machen's auf Hellfords Art. Wir töten diese Drecksau. Sie Schwein! Dass es so kommen muss, tut mir leid. Ich bin kein schlechter Mensch. Doch. Ich hab nur keine Wahl. Jeder hat eine Wahl. Versäumen Sie Ihre Verabredung mit dem Schicksal nicht, Sergeant Beckett. So eine miese Tusse. Alma, mach sie fertig. Oh Gott. Aktivieren Sie den telestetischen Verstärker. Den hier? Was ist das für ein Countdown da? Wow! Weil du stinkst nach Fisch! Wie sieht denn er jetzt aus? Oh Gott, wo ist er? Da! Der Keegan! Du bist zu schnell! Das musst du ändern! Ihr steht halt nicht auf zu schnelle Leute hier. Ihr steht auf die langsame Methode. Verstehst du? So, und jetzt aber. Nein! Ich hab die besseren Haare. Oh Gott. Panzerung aufgenommen. Na, immerhin. Oh Gott. Was? Wo? Da. Ihr kriegt mich niemals lebend. Hier. Au. Sie ist mein. Das würde ich jetzt auch sagen. Nein, nein. Oh. Okay. Was ist das? Achso, das ist die Kuppel. Möchte gern Kuppel. Ich verstehe. So, aber ich muss zum Verstärker. Zum Kontrollpult. Wo ist das denn schon wieder? Wo ist es? Och Leute, mal ein bisschen langsam hier. Ich kann so nicht arbeiten. Ganz ehrlich, ich kann so nicht arbeiten. Wie soll ich denn so die Welt retten? Und Alma! So, jetzt aber. Nein, 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 nein. Ja? Nein, dir ist nicht mehr zu helfen. Es ist vorbei. Und ich bin jetzt gefangen. Bin ich? Nein! Ich komme nicht mehr weg. Alma! Alma ist schwanger. Weil sie uns jetzt vergewaltigt hat. Während wir hier hilflos saßen. So schnell kann das gehen. Plötzlich schwanger. Ja, und das war's mit 4-2 Project Origin. Mit einem leicht verstorbenen Ende. Ja, also wenn man da halt dann, ne, vergewaltigt wird und alles. Ja. So schnell kann's gehen.
Zack, bums, schon ist man ein bisschen schwanger. Aber nur ein bisschen. Nicht zu viel, aber auf jeden Fall ein bisschen. Und deswegen, Kinder da draußen, immer schön Gummis benutzen, Kondome und hast du nicht gesehen. Aber das wisst ihr eh. Muss ich euch ja nicht erzählen, aber ne? Plötzlich habt ihr dann ein Kind irgendwie, das dann die Weltherrschaft an sich reißen will und alle tötet. Weil ihr nicht verhütet habt. Weil das nicht geplant war. Finde ich sowieso so einen interessanten Aspekt. Frauen, die Männer vergewaltigen. Ich meine, wie viele Anklagen gegen Frauen gibt es tatsächlich, die, also von Männern, die gegen eine Frau klagen, die dann halt sagen, jo, die Frau hat mich vergewaltigt. Und wie glaubwürdig ist das dann? Ne, meine Vergewaltigung ist eh, in egal in welcher Richtung, ist das immer schlimm. Würde ich mal behaupten. Behaupte ich wirklich. Wobei wahrscheinlich die Vergewaltigung Frau vergewaltigt Mann nicht ganz so schlimm sein kann vielleicht wie die andere. Halt aufgrund biologischer Dinge, die da passieren müssen. Ich will da nicht weiter eingehen, aber ne? Auch sowas sollte man mal hinterfragen. Tatsächlich. Aber nun gut. Ja, wie gesagt, das war's mit 4-2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden auch 4-3 spielen. Ich weiß zu dem derzeitigen Zeitpunkt halt noch nicht, ob ich das halt alleine mache oder ob ich das tatsächlich in den Koop-Modus mache, den es da gibt. Müssen wir mal schauen. Und ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis denne.